Geist, wirst du in dem Moment, wo du nur schaust, was jetzt da ist, und zwar dir vollkommen bewusst machst, was hier und jetzt als Information in dir vorliegt. Und als bewusster Geist, das ist natürlich jetzt ein Symbol, was ausgedacht ist, weil der ist ja nicht denkbar, der macht sich zuerst einmal bewusst, ist das, was jetzt, was ich zu sehen bekomme, ist es eine feinstoffliche Information oder ist es eine reale Information? Real ist alles, was auf diesem Arrangement in meiner Cyberspace-Brille in Erscheinung tritt. Die Cyberspace-Brille wird symbolisiert durch deine zwei Augen, die du dir ausdrückst. In den Augen sind Stäbchen und Zäpfchen drin. Ich habe das so oft erklärt. Wir schauen uns das ganz kurz nochmal an. Wir bleiben mal bei den Zäpfchen, das sind nicht diese. Ich schreibe jetzt da nur Zäpfchen rein. Schau, Zapfen im Auge. Erkennt er. Da wird es jetzt dann schon interessant, das sind die Zapfen, das ist die Farbwahrnehmung. Ich mache es ganz kurz, wir sind eingeteilt, diese drei Zapfentypen. Das ist zum einen der S-Typ, okay? Ja. Der S-Typ ist der sogenannte Blaurezeptor, der M-Typ ist der Grünrezeptor, der L-Typ ist der Rotrezeptor. Jetzt wie ist ein Fernsehbild, ein Monitorbild aufgebaut? Da sind Lämpchen drin, nämlich Rotlämpchen, Grünlämpchen, Blaulämpchen, okay? Was jetzt natürlich noch interessant ist, blau, das hebräische Wort für blau ist Chol, das heißt das Weltliche und es steht für Raumzeit. Das heißt, dein Blaurezeptor macht, ist der raumzeitliche Typ. M, grün heißt Irak, heißt ausspucken. M steht für Gestaltwerdung, alles was du ausspuckst, wird Gestalt. Und L steht ja für Licht, rot steht für den Adam, du bist das Licht, du bist der Rote. Wir können natürlich noch einen Schritt weiter gehen, wenn wir die Zapfen machen, dann habe ich gerade schon gesagt, ZA heißt zuerst einmal ein Dreck. Das heißt hinaus. Schau mal, wenn ich jetzt hier, ich mache immer die VR-Brille ja so. Jetzt denk an unseren Eckspiegel. In dem Moment, stell dir mal vor, da wird jetzt hier Eckspiegel sein. Da das flach ist, ist diese Tiefe als Ding an sich ist eigentlich schon eine Illusion. Ich habe so oft darauf hingewiesen, ein klassisches Bild hat zuerst einmal eine Breite. Berei heißt im Spiegel. Taf 11 heißt Wachraum. Im Spiegel ist ein Wachraum. Das wäre jetzt unendlich nur ein unendlich feiner Strich. Wir brauchen jetzt eine Höhe dazu. Das ist HOH. Ist HWH, weil das Waff ist ja auch O. Das ist das hier. Das ist Breite und Höhe, ist das Einzige, was existiert. Die Tiefe selber ist eine Illusion, schon wenn ich jetzt den Dingern Klick gebe. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Finger und einen Daumen hinhalte und ich fahre jetzt mit dem Daumen weg, wie weit ist jetzt auf der Glasplatte, auf dem Monitor der Daumen und der Finger auseinander? Ist da überhaupt der Daumen und ein Finger? Kann ich in die Richtung eigentlich gehen, wenn das flach ist? Das heißt schon, die zwei Brillen, muss ich mir so denken, das symbolisiert die Ecke. Verstanden? Ja. Das symbolisiert die Ecke, obwohl da hinten ja nichts ist. In dem Spiegel ist ja nichts drin. Das heißt, wenn ich jetzt sage, jetzt ist der Finger näher und jetzt ist er weiter weg, das ist Blödsinn, der ist auf dem Monitor. Und da ist überhaupt kein Finger, sondern das sind nur Zapfen. Wir können natürlich das Wort Zapfen nochmal einen Schritt weiter machen. Das ist Matrix. Nochmal, es ist Matrix. Wir lassen mal das Aleph in dem Wort Zapfen, lassen wir mal das Aleph wegfallen, ist ja Vokal und wir machen nur ZB. Und jetzt lasse ich einmal, das ist die Geburt von Wissen, wenn wir hier schauen. Das ist rot geschrieben, es ist der ewige Geburtsgeber, ist der geistige Schöpfer. Wenn wir es blau machen, wird aus diesem ewigen Geburtsgeber, wird dann die Geburt von einer Schöpfung, von irgendeiner Schöpfung. Entschuldigung, ZB. Ich muss nur draufdrücken, jetzt. Das ist der ewige Geburtsgeber, ist immer die absolute Weisheit und dann wird das, der Geburt, wird dann eine vergängliche Geburt von irgendetwas, von irgendeinem speziellen Wissen. Das blaue P. Okay? Die Geburt von Wissen. Schau mal, was das bedeutet. Auftauchen, schwimmen, auf der Wasseroberfläche schwimmen. Rede ich nicht laufen von Gedankenwelt von LHJ? Ja. Jetzt ist es natürlich ja so, dass hier diese Zapfen, jetzt was du in der Schule lernst, die Augen sind Symbole. Du träumst jetzt. Das heißt, der ganze menschliche Körper, wie der funktioniert, ist schlichtweg und einfach nur symbolische Bilder, wie deine Traumwelt, das Computerprogramm in deinem Traum funktioniert. Lass uns das einmal genauer anschauen. Das heißt, man hat uns in der Schule erzählt, das Auge ist auch dann da, wenn wir nicht an die Augen denken, haben wir die Augen nicht, können wir ja nicht sehen, obwohl wir durchaus was sehen, auch wenn wir nicht an die Augen denken, weil man ja glaubt, es ist hundertprozentig sicher, dass die Augen auch dann da sind, wenn wir nicht dran denken, sonst könnten wir ja nichts sehen. So baut sich die ganze Naturwissenschaft auf und zieht es als hundertprozentig sicher an.
Ja. Okay, jetzt pass auf, das sind ja Rezeptoren, Rezept heißt Empfänger. Das heißt, man glaubt, da außen ist irgendwas, auch wenn man nicht dran denkt, und da kommen jetzt Lichtstrahlen, Photonen von da außen reingeflogen, die noch nie irgendein Mensch gesehen hat. Ich sage, zeig's mir. Das sind logische Konstrukte. Das ist all das Zeug, kann sich nur einer ausdenken. Wenn er vorher das Wissen hat, kann er diese Vorstellung in seinem Bild aufbauen. Denk immer an den Computer. Auf einem Bildschirm kann nur das auftauchen, was als Programm und Daten vorliegt. Was du am Programm und Daten nicht zum Denken benutzt, kann auch keine Bilder aufbauen. Das, was nicht die real in Erscheinung tritt, kann auch nicht entdeckt werden. Mein Wasserstoff-Stickstoff-Sauerstoff-Beispiel. Ja. Da müssen wir jetzt auf geiler Sack die Formel kommen, wo da eigentlich schon drin steckt, dass es einen Raum ohne Gegenstände gar nicht gibt. Das ist ein Traum. Da wird Physik richtig spannend. Jetzt pass auf, aber ich bleibe mal, was normal ist. Da wird mir jetzt kein normaler Mensch widersprechen. Da prallen jetzt, gehen in dein Auge von außen irgendwelche Photonen ins Auge rein, die treffen auf diese Rezeptoren. Diese Rezeptoren machen dann elektrochemische Signale draus, das geht in dein Gehirn, und wenn es in deinem Gehirn drin ist, siehst du das Bild, das angeblich da außen ist, auch wenn du nicht rausschaust. Okay? Wir drehen jetzt das um. Wir sagen, diese Augen symbolisieren diese Rot-Grün-Blau-Matrix, diese Anordnung, dieses Arrangement von Pixeln sind keine Rezeptoren, sondern kleine Lämpchen. Die hast du vor den Augen. Okay? Und da das jetzt in den Thalamus reingeht, diese Rezeptoren gehen direkt in den Thalamus rein, was ja Schlafzimmer heißt, ein Gehirnregion. Das ist der Computer, und der steuert diese Lämpchen vor deinen Augen an, und in dir hast du dann den Eindruck, das ist da außen vor dir, das ist, wenn du auf eine Brille aufsetzt. Ja. Was wir als Abkürzung für virtuelle Realität sehen, jetzt müssen wir das lateinische Wort virtuell anschauen und vor allem das lateinische Wort Realität, was das eigentlich heißt. VR, Taster mal einzeln, heißt eine aufgespannte Berechnung. VR. Stimmt oder stimmt? Wenn man ein bisschen Vordersprache beherrscht. Und jetzt ist es so, dass dein Körper, den du dir ausdenkst, der ist voller Rezeptoren. Du hast ja nicht nur diese sehempfindlichen Rezeptoren in deinen ausgedachten Augen, sondern du hast auch zum Hören in dein Ohr, Ambossteich, Trommelfell, Ambossteichbügel, Cochlea, geht in die Cochlea, in das Innenohr rein. Das ist eine Schnecke mit 3,5 Windungen, und da sind kleine Härchen drin. Ich habe die noch nie gesehen. Und am Ende dieser kleinen Härchen sind auch Rezeptoren. Und wenn jetzt da Schallwellen reingehen, dann zittern diese kleinen Härchen, und es löst dann hier in den Rezeptoren Geräusche aus. Okay? Geht direkt in den Thalamus rein, in das Schlafzimmer, und dann hörst du die Geräusche. Das können wir jetzt umdrehen, das sind die zwei In-Ohr-Kopfhörer, die von innen angesteuert werden, dass die zum Schwingen anfangen. Von Was für außen Kopf? kommt gar nichts. Hast du verstanden, was ich meine? So wie die Lämpchen in dem Auge, was jetzt keine Empfänger sind, sondern eigentlich Lampen sind, wir drehen das, vom Thalamus, vom Schlafzimmer angesteuert werden, und du kriegst die zwei, das Arrangement von Helligkeitsunterschieden auf deiner VR-Brille, die genau genommen deine Augen sind jetzt symbolisch, wird deine Cochlea, was ein Rezeptor angeblich von Schallwellen von außen angekriegt wird, wird so ein In-Ohr-Kopfhörer, das auch in den Thalamus reingeht, und jetzt dann Stereo-Kopfhörer, der dir illusioniert, dass da außen irgendwas ist. Jetzt haben wir das schon weg, dass da außen was sein müsste. Es kommt immer von innen nach außen. Weil bevor du dir was nicht ausdenkst, in diese Wandler reindenkst, ist nichts da. Außen gibt es sowieso nicht. Halt verdammt nochmal das zweite Gebot. Jetzt wird es natürlich ganz interessant. Du hast natürlich auch sogenannte Dust-Tentikel an der ganzen Hautoberfläche. Das heißt, wenn du dich irgendwo anfasst, spürst du das ja. Du spürst es aber erst, wenn der Rezeptor ein Signal ins Gehirn hat. Geht übrigens auch direkt in den Thalamus rein. Schlafzimmer. Da oben siehst du es, und du denkst dir das jetzt aus und meinst, du spürst es davon. Ich habe tausendmal schon gesagt, in der Hand, rein schulmedizinisch, ist an deinem Körper nichts drin, wo irgendwo was spüren könntest. Du spürst es erst, wenn es in deinem Gehirn ist. Du denkst dir das aus. Du erzeugst in dir das Gefühl, dass das da außen ist, obwohl da außen nichts ist. Ein altes Beispiel wäre der Phantomschmerz. Dein Gehirn gaukelt dir vor, dass das Bein noch da ist. Ich sage, dein Gehirn gaukelt dir vor, dass da außen eine Welt ist. Wenn du das zweite Gebot hältst, was du feststellst, da außen ist überhaupt nichts. Du bist ein träumender Geist. Es gibt kein außerhalb des Kopfes eines träumenden Geistes, wenn der Geist träumt.